Die Basilika über Weingarten und ein Anblick, der schon alleine immer wieder wunderschön ist. Doch hier ist er sogar noch schöner, denn diesmal rauschen direkt darunter Feuerwehrautos durch die Stadt. Alte Feuerwehrautos. Ihr Ziel? Der 10. Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg. Ein Festtag, der dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit dem Landesjugendfeuerwehrtag stattfindet. Ein buntes, volles Programm mit den Wehren aus nah und fern und einem begeisterten Publikum. Die Highlights der zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen in Weingarten und Ravensburg sehen Sie jetzt. Viel Spaß dabei, aber wir schauen uns erstmal diese tollen Feuerwehr-Oldies genauer an. Und sind mit dabei, wenn Dieter Rath seinen alten Magirus KS-12 startet. Ein Wagen, der schon mehr als 80 Jahre auf der rostfreien Haube hat. Ein Oldtimer und das älteste der historischen Feuerwehrfahrzeuge, die im Corso durch die schöne Landschaft fahren. 15 Stück sind hier unterwegs und alle noch funktionstüchtig und damit bereit für einen Einsatz, wie auch die Feuerwehrleute in ihren ebenfalls historischen Uniformen. Alles bestens gepflegt und in jahrelanger und liebevoller Hingabe restauriert. Noch von Hand betrieben und mit wunderschönem Klang die Sirene und die Glocke dieses amerikanischen Wagens aus dem Jahr 1933. Die Ausfahrt durch das wunderschöne Oberschwaben als Auftakt zum großen Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg. Ganz aktuell die Technik, die hier demonstriert wird. Neue Schnitttechniken auf dem Symposium für Rettungskräfte. Hier wird die Bergung bei LKW-Unfällen gezeigt. Simuliert wird ein Crash auf der Autobahn. Die Feuerwehr quasi auf der Schulbank. Unterrichtsfach neue Techniken am Unfallort. Ein Seminar mit Praxisteil für die Feuerwehr, Rettungsdienste und Notärzte, die hier lernen, wie man noch besser reagieren, agieren und damit helfen kann. Die Kräfte aus Baden-Württemberg sollen heute lernen, wie sie patientengerecht retten. Das heißt, wir hatten heute Morgen einen Theorieport und heute Nachmittag können sie das heute Morgen Erlernte in der Praxis umsetzen. Und das ist genau dieser neue Ansatz, den wir fahren, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, das theoretisch Erlernte praktisch umzusetzen und zu trainieren. Bei der Praxis darf dann jeder mal ran. Passt gut. Vielleicht muss ich schon mal ein bisschen nachsetzen. Da haben wir fällt so ein klein bisschen. Kein Problem. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte soll optimiert werden, damit im Ernstfall die verletzten Fahrzeuginsassen schneller gerettet werden können. Das Ziel des Symposiums auf dem 10. Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg. Eine Veranstaltung, bei der die Feuerwehr den Ernstfall probt. Oh, lieber Zuschauer, mir geht's gar nicht gut, aber das sehen Sie ja selber. Irgendwie bin ich in den falschen Bus eingestiegen und jetzt tut alles weh. Keine Angst. Ist natürlich nicht wirklich passiert, ist auch kein echter Unfall. Die Maskenbilder haben hier ganze Arbeit geleistet. Tatsache ist, ein Busunglück wird hier geprobt. Der Ernstfall quasi als Übung für die Feuerwehr. So, jetzt bin ich aber doch mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich hier befreit werde. Schnell nach dem ersten Anruf kommt die Feuerwehr an den Einsatzort. Das Szenario: ein Unfall, bei dem ein LKW in einen Bus gerast ist. Mehrere Schüler sind noch eingesperrt, viele von ihnen schwer verletzt. Den Einsatzkräften gelingt es, die Bustüren zu öffnen und zu den Opfern vorzudringen. Das muss schnell gehen, aber vor allem auch sicher, damit nicht noch mehr passiert. Die Verletzten werden erst versorgt und geborgen. Eine Übung für den Ernstfall, der so hoffentlich nie eintreten wird. Ein Einsatz aber, den die Rettungskräfte erfolgreich bewältigt haben. An diesem Wochenende proben nicht nur die Großen, sondern auch die ganz Kleinen. Neben mir der aktuelle Feuerwehr-Nachwuchs. Wie heißt du denn? Lasse. Lasse, das ist ja echt ein cooler Name. Und wie alt bist du denn? 2 Jahre oder 3? 2, okay. Was möchtest du denn mal werden als Beruf? Feuerwehrmann. Okay, vielleicht kommt er ja einmal ganz groß und vielleicht einmal ganz hoch hinaus. Aber jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Während Lasse noch mit der kleinen Spritze übt, wird ein paar Ecken weiter richtig die Pumpe gedrückt.
beim Handdruck-Spritzenwettbewerb, einem Wettkampf mit historischen Pumpen und den Originaluniformen. Bewertet werden hier die Strahlweite, aber auch das gesamte Auftreten der Mannschaft. Nicht weit nach vorne, sondern nach unten geht es auf dem Ravensburger Blaserturm. Aus fast 50 Metern Höhe seilen sich die Höhenretter der Feuerwehren ab. Auch das eine Übung. Gezeigt wird hier die Bergung von verletzten Personen aus großer Höhe. Mit dabei die Höhenrettungsgruppen der Feuerwehren aus Baden-Württemberg. Und die sind natürlich eins, schwindelfrei. Die Übung ist gemeistert, der Patient erfolgreich gerettet. Und schwindelfrei ist auch diese Feuerwehrtruppe. Liebe Zuschauer, die Truppe hinter mir hat wohl den weitesten Anfahrtsweg. Sie kommen aus Mezzo Corona, Italia und sind fast schon keine Feuerwehrleute mehr, sondern reine Artisten. Und damit sind wir schon mittendrin im großen Festumzug durch Ravensburg. Die Feuerwehr zeigt sich hier noch einmal in ihrer ganzen Pracht. Alle sind sie noch einmal mit dabei, die Wehren aus nah und fern und ihre Einsatzfahrzeuge. Viel Spaß noch mit diesen bunten Bildern und bis zum nächsten Mal. Die Scala Italiana mit ihrer einzigartigen Steckleitervorführung. Italienische Feuerwehren zu Gast beim 10. Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg. Ein Festwochenende, organisiert von den beiden Städten Weingarten und Ravensburg. Gemeinsam und seit vielen Monaten schon im Voraus geplant und koordiniert. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem prunkvollen Ergebnis, das sich mehr als sehen lassen kann. Ein Festwochenende, das allen beteiligten Einsatzkräften und den Zuschauern sicher lange in Erinnerung bleiben wird.